Und willkommen zum dritten Teil der Vorlesung, in dem wir über Continuous Integration und Deployment sprechen wollen. Erstmal, wo ordnet sich das ein? Wir hatten vorhin schon so vier verschiedene Phasen des Konfigurationsmanagements besprochen und eine davon ist System Building. System Building is a process of creating complete executable system by compiling and linking the system components, external libraries, configuration files and other information. Das heißt, wir haben tatsächlich einen relativ komplexen Prozess, ja, wenn ihr das so eine kleine Software entwickelt, so ein kleines Programm und habt eine Java-Datei und kompiliert die, dann ist das natürlich ein relativ einfacher Prozess. Tatsächlich bei großen Systemen, wir müssen sagen, wo liegen die Bibliotheken, in welcher Version brauchen wir die, welche Dateien sollen vielleicht nicht dabei sein beim Kompilieren, die wollen wir aussparen. Welche Dateien haben sich vielleicht gar nicht geändert, dann möchte man nur die sich neu geänderten jetzt neu kompilieren. Das heißt, das ist ein ziemlich komplexer Prozess und vielleicht muss auch der Compiler noch speziell parametrisiert werden. Und der ist auch deswegen so komplex, weil wir drei verschiedene Plattformen haben, mit denen wir es zu tun haben, sobald wir Systeme bauen. Und zwar ist das zum einen das Entwicklungssystem. Was ist das? Das ist nicht das System, was wir entwickeln, sondern es ist das System, auf dem der Entwickler entwickelt. Das heißt, ich habe einen Windows-PC oder einen Linux-PC und an dem entwickle ich halt, auf dem habe ich Compiler, Editoren, mit denen ich die Software entwickeln kann, vielleicht auch eine IDE, sicherlich in den meisten Fällen in der Praxis eine IDE. Und auf diesem System entwickle ich jetzt und führe aber auch Tests durch. Das heißt, ich mache meine Änderungen und ich teste aber auch das, bevor ich das sozusagen committe. Und da sind wir wieder beim Bezug zur Versionsverwaltung. Dann gibt es den Build-Server. Der Build-Server hat die Aufgabe, das System zu erzeugen. Und da sind wir eben bei diesem Begriff System Building im Kern. Das heißt, das Gesamtsystem muss erzeugt werden, es sollen ausführbare Versionen erzeugt werden. Und das ist oft automatisiert verbunden mit Versionsverwaltung. Und das ist zum Beispiel, und das kann man konfigurieren mit Continuous Integration Techniken, dass man eben, sobald ein Commit kommt, springt der Build-Server an und erzeugt die neue Version der Software, erzeugt alle ausführbaren Dateien und alles, was da dazugehört. Jetzt kann es eigentlich auch sein, manchmal ist es nicht denkbar, dass eben das System erzeugt wird oder getestet wird, sobald man einen Commit macht, weil das zu lange dauert vielleicht. Und da gibt es eben auch Systeme, wo man dann so vorgeht, dass man das zum Beispiel einmal die Nacht macht. Da gibt es den Begriff von Nightly Builds, weil in der Nacht sozusagen nicht viel neue Änderungen reinkommen und man da vielleicht auch die Server hat, die sozusagen sich sonst langweilen würden. Ist natürlich ein bisschen die Frage, was ist Nightly Build, wenn man weltweit vernetzt arbeitet. Und das ist tatsächlich auch was uns manchmal in Europa trifft, wenn man morgens vielleicht irgendwie schon arbeitet und in den USA irgendwo Nightly Build Jobs laufen und irgendwelche Server nicht funktionieren. Das sind schon mal zwei Systeme, aber es gibt noch ein drittes System, eine dritte Plattform und das ist die Zielumgebung, Englisch Target Environment. Das ist die Plattform, auf der die Software später laufen soll. Das heißt, wenn wir uns ein Auto angucken, gibt es da verschiedene ECUs drin und auf dieser ECU soll dann die Software laufen. Das ist aber nicht zwingend das gleiche System wie der Server, auf dem die Software erzeugt wurde und ist auch nicht zwingend das gleiche System wie die Software oder wo ich die Software entwickle. Ja, weil es würde nicht viel Sinn machen, auf dieser kleinen ECU das Ding zu programmieren, da noch zu versuchen, irgendwie einen Bildschirm anzuschließen und das da zu erzeugen, weil natürlich können wir dafür einen Server nehmen, der viel mehr Rechenpower hat, der das schneller machen kann, der vielleicht auch noch Tests dazu ausführt. Jetzt gibt es eine Reihe von Aufgaben, von Tooling, was ich sozusagen brauche, sobald ich eben System Building betreibe oder sobald ich auch versuche, das System zu integrieren. Ja, also wir haben vielleicht verschiedene Komponenten, die wir entwickeln und ich habe an einer Komponente eine Änderung gemacht. Ich möchte jetzt wissen, funktioniert die noch mit den anderen? Dafür brauchen wir verschiedene Sachen. Zum einen brauchen wir Build-Skripte. Ein Build-Skript automatisiert eben diesen Prozess. Es sind vielleicht viele einzelne Schritte. Kompiliere erst dieses Package, kompiliere dann dieses Package, linke die beiden dann zusammen, lade dann diese zwei JAR-Dateien runter und verbinde dann alles zusammen und kompiliere dann den Rest noch.
Das alles kann passieren und es gibt sozusagen Build-Skripte, die beliebig komplex werden können, die vielleicht auch dafür sorgen, dass nicht immer alles neu kompiliert werden muss, wenn es sich gar nicht verändert hat. Und einerseits können solche Build-Skripte manchmal automatisch erzeugt werden und wenn sie nicht automatisch erzeugt werden, dann möchte man eben Werkzeugunterstützung haben, um die zu erstellen, um die zu editieren. Das ist der erste Punkt. Dann geht es weiter. Wir brauchen eine Integration zum Versionskontrollsystem. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass sobald ein Commit kommt in der Versionskontrolle, ja, ein Commit kommt da an auf dem Remote Repository zum Beispiel, kann man eben sagen, dass der Build-Server dann losläuft. Aber dafür muss der Build-Server natürlich eine Verbindung haben. Der muss mitbekommen, der muss eine Nachricht bekommen. Und das macht man eben nicht über Polling, dass sich der Build-Server immer guckt, ob es eine Änderung gibt, sondern über Notifications, dass sich eben der Build-Server registriert bei dem Versionskontrollsystem. Wir brauchen ein Versionskontrollsystem auch, um die richtigen Versionen zu bauen. Ja, wenn ihr euch vorstellt, es werden drei Versionen parallel entwickelt, dann muss ich eben auch die richtige bauen an der Stelle und nicht aus Versehen den Prototypen, der noch gar nicht zur Veröffentlichung gedacht war. Minimal Recompilation, das habe ich eben schon mal angedeutet, wir wollen nicht alles neu kompilieren. Wenn man den Linux-Kernel kompiliert, dann dauert das viele Stunden. Und wenn man nur eine kleine Änderung macht, dann will man sozusagen nicht alles neu kompilieren, sondern will man nur diese geänderten Teile neu kompilieren und die, die irgendwie davon abhängen. Wir brauchen ausführbare Dateien, wir brauchen diese Binärdateien an verschiedenen Stellen, zum Beispiel zum Testen, aber auch als Produktivsystem dann später. Das heißt, die müssen erstellt werden und dieser ganze Prozess von Kompilierung, aber auch von Linken ist sozusagen der Prozess, wo ich was schon erstellt wurde, verbinde mit meiner Software, die gerade kompiliert wurde. Dann wollen wir vielleicht Testautomatisierung haben. Das heißt, ich habe vielleicht JUnit-Tests geschrieben und möchte diese Tests automatisiert ausführen und das möglichst vielleicht bei jedem Commit, damit ich möglichst früh mitbekomme, wenn es irgendwie zu Problemen kommt. Dann nützt das alles nichts, ja, all diese Sachen, die ich jetzt gesagt habe, wenn es kein Reporting gibt. Natürlich möchte man in das System gucken und gucken, welche Systeme schlagen vielleicht oft Tests fehl, wo muss man vielleicht irgendwie reingucken, muss man vielleicht auch überdenken, wie das System entwickelt wird, damit eben weniger Tests fehlschlagen. Das heißt, Reporting kann relativ ausführlich sein. Ich möchte vielleicht sehen, welche Fehler treten auf, damit man die in Zukunft vermeiden kann. Aber ich möchte auch sehen, wie ist die Testabdeckung vom Code, all die Sachen, die wir da schon besprochen haben. Möchte man da automatisiert haben und einen entsprechenden Report dafür. Und dann gibt es teilweise vielleicht noch Dokumentation. Ihr kennt JavaDoc, daraus kann man automatisiert Webseiten generieren oder Release Notes kann man vielleicht generieren und auch das ist Teil vom System Building und gehört eben mit dazu. Jetzt kommen wir zu Continuous Integration und das ist das, was vielleicht euch eher irgendwie umtreibt, wo ihr schon mal was von gehört habt und was euch total neugierig macht, was das ist oder ihr wisst es vielleicht schon und dann gebe ich euch noch ein paar neue Details dazu. Erstmal, Continuous Integration hat die Wurzeln in der agilen Softwareentwicklung. Agile methods recommend that very frequent system builds should be carried out with automated testing used to discover software problems. Frequent builds are part of a process of continuous integration. Das heißt, continuous integration, kontinuierlich, ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil so richtig kontinuierlich ist es nicht. Ja, wir haben schon noch einzelne Commits und dann passiert irgendwas mit diesen Commits. Aber es ist schon so, dass wir nicht das System quasi 3 Monate lang entwickeln und dann 2 Monate lang testen, sondern dass wir wirklich was entwickeln, einen Commit machen in die Versionsverwaltung und dann direkt die Rückmeldung bekommen, ob das Ganze fehlschlägt oder nicht. Das heißt, es wird häufig integriert, die Änderung an unsere Komponente wird mit dem Gesamtsystem integriert und dann getestet. Ja, und dabei können aber auch wirklich sowas wie Unit-Tests passieren, aber auch Integrationstests, GUI-Tests oder ähnliches. Jetzt gibt es eine Reihe von Werkzeugen dafür und ich habe euch die hier mal so aufgelistet, was so zumindest aus meiner Sicht irgendwie so die wichtigsten waren. Zum Beispiel das erste Open-Source-Tool, was 2001 veröffentlicht wurde, was tatsächlich auch nur 10 Jahre überlebt hat,
TeamCity als Werkzeug, mit dem ich tatsächlich auch schon gearbeitet habe, was 2006 rausgekommen ist und auch immer noch weiterentwickelt wird und benutzt wird. Hudson, das 2017, also vor 4 Jahren, eingestellt wurde. Und Hudson und Jenkins, da gab es quasi ein bisschen Disput sozusagen. Und Jenkins ist eigentlich die Weiterentwicklung von Hudson und deswegen wurde Hudson letztendlich auch eingestellt. Jenkins ist einer der am weitesten verbreiteten Build-Server aktuell. Travis CI ist ein Build-Server, der tatsächlich als Software as a Service läuft. Das heißt, man hat einfach nur eine Webseite, man kann sich da registrieren und plötzlich passieren Builds, ohne dass man groß Software aufsetzen muss. Und das Interessante ist vielleicht hier noch der Hinweis, dass das aus Berlin kommt oder in Berlin hat die Firma Travis CI oder Travis, glaube ich, heißt die Firma, dann ihren Hauptsitz. Und dann, was ihr vielleicht jetzt schon im Software-Grundprojekt benutzt habt, GitLab, was wir inzwischen auch in Ulm an der Uni haben und ist sozusagen auch, ich glaube, demnächst oder inzwischen schon, wenn dann ist es erst ein paar Wochen her, dass es GitLab sozusagen auch für die ganze Uni gibt, für alle Studenten, weil nicht nur die Informatiker brauchen GitLab oder eben Versionskontrolle und Integration, Continuous Integration, sondern eben auch andere Bereiche, die eben auch programmieren. Gut, und jetzt gibt es sozusagen so eine Zeitlinie, es gibt verschiedene Stufen beim Continuous Integration und die unterscheiden sich tatsächlich sehr stark, wo man in die Literatur guckt. Continuous Integration ist als Schlagwort noch ziemlich neu. Es ist noch nicht so, wie jetzt vielleicht man sich das vorstellen kann bei Datenbanken, wo Sachen irgendwie man seit Ewigkeiten sozusagen das Gleiche erzählen kann, weil es nicht falsch wird, welche Normalformen es gibt, sondern das ist relativ neu. Es gibt erst wenige Bücher darüber und die meisten Software-Engineering-Bücher tatsächlich, die man so findet, in denen ist das Thema noch gar nicht mit drin. Ian Somerville hat da zumindest einen kurzen Abschnitt dazu und erstmal, was man als erstes machen muss, ist, man muss sich erstmal die aktuellen Änderungen holen aus der Versionskontrolle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich den vergesse, dann provoziere ich Merge-Konflikte. Ja, weil vielleicht gab es schon irgendwie oder ich arbeite auf einem alten Stand, ich behebe vielleicht Fehler, die es eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Das heißt, immer erst gucken, bin ich auf dem aktuellen Stand und wenn nicht, hole ich mir den aktuellen Stand. Dann, und das ist auch ein Punkt, der häufig in der Praxis vergessen wird, dann führe ich erstmal alle Tests aus und gucke, ob die Tests alle durchlaufen. Wenn die nicht durchlaufen, dann ist jemand anders schuld. Wenn die durchlaufen, dann kann ich anfangen, kann meine Änderungen machen. Warum dieser extra Lauf? Naja, wenn ich meine Änderungen mache, dann weiß ich nicht, lag es jetzt an meinen Änderungen oder lag es an den Änderungen von jemandem anders. Und deswegen führt man die Tests aus ohne seine Änderungen und danach mit den Änderungen. Und man kann dann vergleichen, ob diese Fehler entsprechend neu sind, ob man sich um die kümmern muss. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie groß das System ist und ob das möglich ist. Aber typischerweise macht man dann lokal einige Tests, man kompiliert einiges. Und das kommt sehr auf das System an, ob das möglich ist. Wenn das fehlschlägt, würde man also wieder den Schritt zurückgehen, wieder Änderungen anwenden, wieder Änderungen vornehmen und dann wieder in diesen Bildschritt und die Testwelle reingehen. Wenn man dann irgendwann bei dem Punkt ist, wo lokal ist kompiliert, wo man die Tests durchlaufen lassen kann, dann würde man hergehen und würde einen Commit machen auf einem Versionskontrollsystem. Und da das Versionskontrollsystem und der Build-Server vielleicht noch weitere Tests macht, zum Beispiel GUI-Tests, aufwendige oder ähnliches, macht man diesen Commit dann noch nicht in der Hauptentwicklung, sondern auf einem extra Branch. Ja, wenn der ne Commit nämlich sozusagen fehlschlägt oder da dann doch Fehler drin sind, dann unterbreche ich damit nicht den Workflow von allen anderen, die dann meinen Commit kriegen und dann eben genau in diesen zweiten Punkt in der Liste reinrennen, dass es eben Fehler gibt und sie müssen jetzt irgendwie damit umgehen. Sondern wenn ich das auf einem extra Branch mache, ausprobiere, da kann man dann gucken und jetzt haben wir wieder die zwei Fälle. Entweder Fehler werden festgestellt beim Kompilieren, beim Testen, dann muss ich wieder zurück, muss wieder Änderungen machen, lasse wieder Lokaltests laufen. Wenn die erfolgreich sind und nicht keine Fehler finden, dann mache ich wieder einen neuen Commit und dann startet das Ganze wieder neu. Und natürlich wollen wir irgendwann an den Punkt kommen, im Idealfall auch relativ schnell. Ja, es kann ja auch an jeder Stelle kann man direkt weiterkommen. Wenn alle Testfälle durchlaufen, dann mergt man diesen Feature Branch in den Hauptentwicklungsbranch. Gut, das also zum groben Vorgehen. Es gibt da immer mal noch Abwandlungen und eine Abwandlung könnt ihr auch gerne nochmal diskutieren, dann,
bei den im Moodle. Ja, also Software, alle Software ist nur noch Software as a Service. Software gibt es einfach immer nur eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Version, nur so lange wird die unterstützt und danach können wir mit der Software nichts mehr anfangen. Das ist also ein wichtiger Punkt, gerade diese Weiterentwicklung und wir haben da bei Wartung auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber die Frage ist jetzt eigentlich, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass Nutzer, dass aber auch Kunden von Software, dass die sozusagen zufrieden sind mit der Software. Und wir haben schon festgestellt mit den Gesetzmäßigkeiten von Conway, dass wir Änderungen an der Software eigentlich immer weiter vornehmen müssen. Und jetzt gibt es als Motivation sozusagen für DevOps, kommen wir gleich nochmal drauf, was das genau bedeutet. Wenn Software fehlschlägt, dann sagen die Programmierer, ja, also vielleicht haben die Administrator das nur falsch konfiguriert. Und die Administratoren sagen, ja, also die Entwickler, was die sich immer denken, und die entwickeln da irgendwas zurecht und das funktioniert hinten und vorne nicht. So, das heißt, da sind verschiedene Teams, verschiedene Abteilungen, die eine völlig andere Ausbildung haben. Ja? Als ob ich IT-Administrator werde oder Programmierer, ist eine völlig andere Ausbildung und die arbeiten sozusagen gegeneinander. Und jetzt gibt es noch zwei Sachen, die gegeneinander arbeiten, nämlich die Entwickler und auch die Kunden und Nutzer, die wollen eigentlich häufige Updates haben, zumindest Verbesserungen an der Software. Und die Administrator folgen eher dem Slogan Never change a running system. Ja, wenn ich da jetzt was dran ändere, dann funktioniert da vielleicht nachher irgendwas nicht und ich muss mich dann darum kümmern. Und das Problem ist jetzt, wenn ein Kunde oder ein Nutzer tatsächlich auf die drauf zukommt und wird immer hin und her geschubst und die sagen dann, ja, nee, das sind die Admins, sprich mal mit den Admins. Und die Admins sagen, nee, guck mal da, rede mal mit den Programmierern, die sind daran schuld. Das funktioniert natürlich nicht. Ein Kunde oder ein Nutzer, der braucht einen Ansprechpartner und da ist eben die Frage, wer ist das dann nachher? Das können eben durchaus die Programmierer sein, aber vielleicht brauchen wir eben andere Zusammenstellungen von Teams. Was wir auch in der Praxis vorfinden, ist, dass es einfach immer kürzere Entwicklungszyklen gibt. Und wenn man die Entwicklungszyklen nicht immer kürzer machen kann, dann ist man nicht mehr konkurrenzfähig bei der Softwareentwicklung. Was ist jetzt dieses DevOps, von dem immer alle sprechen? Erstmal ist DevOps was, was prominent geworden ist in der agilen Softwareentwicklung. Dev steht dabei für Development, also die Entwicklung, die typischerweise von Programmierern vorgenommen wird. Ops steht für Operations, also auf Deutsch Betrieb, also das Durchführen von Wartungsarbeiten zum Beispiel, was dann typischerweise eben nicht durch Programmierer passiert, sondern eben durch IT-Administratoren. Die Idee bei DevOps ist jetzt, dass man ein Team bildet, sowohl aus den Verantwortlichen für die Entwicklung als auch den Verantwortlichen für den Betrieb. Das heißt, man bildet hat nicht mehr diese zwei Abteilungen, die vielleicht auch getrennt irgendwo sitzen, sondern man hat ein Team, wo man einen IT-Administrator zum Beispiel und zwei Entwickler zusammensetzt oder vielleicht, je nachdem wie aufwendig der Betrieb ist, sozusagen vielleicht auch mehrere Administratoren und bringt die in ein Team, die sollen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Und was man damit vermeiden will, ist, dass die sich gegenseitig immer Schuldzuweisungen machen, sondern die haben zusammen die Verantwortung, zusammen als Team. Und natürlich kann es da immer noch Reibereien geben oder Missverständnisse und Ähnliches, aber wenn die sich schon mal als Team begreifen, funktioniert das Ganze erst und DevOps ist eine ganz, ganz wichtige Sache für die agile Softwareentwicklung. Und hier noch eine grafische Visualisierung von DevOps. Wie man anfängt mit der Entwicklung, ist, man macht sich erstmal einen Plan, da haben wir im letzten Semester ganz viel drüber gesprochen, dann erstellt man die Software oder manipuliert die existierende Software, dann kommt man in diese Phase, wo man eben, das hatten wir eben vorhin als Testphase, Integrationstest, System Integration, da gibt es viele Begriffe für, oder eben hier Verify. Dann kommen wir in das Packaging, wir müssen eben
Versionen erstellen. Und dann fängt es an mit den Operations, dann kommt nämlich der Release und ab jetzt fängt die Release-Phase an, ja, in der quasi das System nach außen gegeben wird, es muss konfiguriert werden. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt sozusagen im Operations, im Betrieb, gibt es dann Monitoring, das heißt man guckt, funktionieren die Systeme gut. Und wir hatten beim letzten Mal den Fall mit der Schaltsekunde, wo man eben beim Monitoring gemerkt hat, okay, da läuft was schief, wir müssen jetzt reagieren. Und dann würde man sozusagen anfangen und planen, was macht man für Entwicklungen, führt diese Entwicklungen durch. Und nicht immer ist es so zeitkritisch wie jetzt in dem Fall, den wir da vom DNS-Management gehört haben, wo eben Webseiten, so und so viel Prozent der Webseiten offline waren. Der typische Fall ist eben, man hat schon die Zeit, kann Änderungen planen, führt die durch. Aber es ist eben wirklich diese acht, man hat eben wirklich diese zwei Prozesse, die irgendwie ineinander greifen. Im letzten Teil der Vorlesung ging es also jetzt um System Building. Wir haben drei verschiedene Plattformen, mit denen wir umgehen müssen. Das System, wo der Entwickler entwickelt, das System, auf dem die neuen Versionen erzeugt werden und die eigentliche Target-Plattform, nämlich das, wo später die Software laufen soll. Wir haben gewisse Anforderungen an das Tooling und wir haben uns über Integration oder mit Continuous Integration auseinandergesetzt. Was sind da so Werkzeuge? Was sind vielleicht Schritte, die im Continuous Integration passieren? Und ihr könnt euch dazu ein bisschen was noch anlesen. Und ich hatte es schon ein bisschen angedeutet. Zwei Sachen solltet ihr euch nochmal so überlegen oder darüber nachdenken. Und zwar gibt es prinzipiell so zwei Möglichkeiten, wie man wie intensiv, mit welcher Intensität man Continuous Integration einsetzt. Und zwar kann man einmal sagen, die Option A, wann immer ein Commit fehlschlägt, ja, die Tests schlagen fehl oder ähnliches, wird der Commit abgelehnt. Das heißt, ich starte meinen Prozess, Commit, und dann laufen die ganzen Tests durch und dann kommt vielleicht die Meldung zurück, die Tests sind fehlgeschlagen, nochmal neu probieren, ja, Änderungen machen und dann neu committen. Oder die zweite Variante, ich kann den Commit schon absetzen, ich kann den zum Beispiel auf einen Feature Branch schicken und ich bekomme dann einfach eine E-Mail asynchron, sobald die Tests durchgelaufen sind. Und ich möchte, dass ihr selbst mal diese zwei Diskussionen oder diese zwei Optionen diskutiert im Moodle, aber vielleicht auch eigene Erfahrungen schon mitbringen. Vielleicht habt ihr jetzt Erfahrungen schon mit dem Sopra gesammelt und habt schon eine dieser zwei Verfahren eingesetzt. Könnt ihr schon Erfahrungen mitteilen, aber vielleicht habt ihr auch schon einen Nebenjob gehabt, wo eine dieser zwei Optionen eingesetzt wurde. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil irgendwann steht man vor der Entscheidung, man führt Continuous Integration ein, macht man das jetzt so oder so. Und ich glaube, je früher ihr euch damit auseinandersetzt und mal selbst die Entscheidung trefft und deswegen gern einfach eine Meinung und eine Begründung dazu, warum ihr das so und so machen würdet oder in welchen Situationen vielleicht. Gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon auf die nächste Vorlesung mit euch und natürlich eure interaktiven Beiträge. Bis dann!